Oftmals werde ich gefragt, ob sich der Kauf von diesem oder jenem Spiel lohnt und wie ich persönlich darüber denke. Speziell bei Titeln, die sich einer jährlichen Neuauflage erfreuen, ist diese Frage schwierig zu beantworten. Da die F1-Rennserie von Codemasters dieses Jahr ihre 10. Neuauflage auf dem PC feiert, nehme ich das als Grund und Anlass, den Titel in einem kurzen Review anzuschauen und meine Vorgehensweise bezüglich der eingangs gestellten Fragestellung zu veranschaulichen. Was sind die neuen Features, wie sieht es mit bewährtem Inhalt aus und welche Verbesserungen enthält das Spiel gegenüber den Vorgängern? Das sind nur ein paar Fragen, die ich mir im Vorfeld meines Ausflugs in die virtuelle Welt der Formel 1 stelle. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Ich beschränke mein Review ausschließlich auf den Karrierespielmodus, da Einzelrennen quasi darin enthalten sind und für mich nicht zwingend ein separates Kaufargument darstellen. Auch die mitgelieferten Classic Cars sowie der Showroom sind in meinen Augen zwar eine nette Zugabe, lösen allerdings noch keinen Willhabenreflex aus. Die Multiplayer-Online-Rennen werde ich bewusst ausklammern, da ich an dieser Stelle nicht mehr das Spiel an sich, sondern vielmehr das emotionale Erlebnis bewerten würde. Hier fände eine Verzerrung des eigentlichen Reviews dank ein paar rücksichtsloser Grobmotoriker statt, die eine Rennstrecke nicht von einem Autoscooter unterscheiden können. Positiv zugutehalten möchte ich jedoch an dieser Stelle, dass es sehr gute, neue, interessante Features im Multiplayer-Bereich gibt. Speziell die Organisation von Rennligen und Events wird dadurch stark vereinfacht. Damit genug der Einleitung, legen wir los. In F1 2019 startest du deine Karriere mit der Wahl eines Formel 2 Teams. Für dieses Team zu fahren, lässt dich die besonderen Momente einer Formel 2 Saison erleben. Eine eigenständige Rennsportmeisterschaft voller Nervenkitzel und das Sprungbrett in die Formel 1. Am Ende dieser Nachwuchsserie bestimmt deine Wahl der Fahrerschmiede und deine Leistung in der F2 die Bedingungen für einen Vertrag mit einem Team der Formel 1. Mit dem Aufstieg in die Königsklasse schreibst du dein eigenes Kapitel in der Motorsportgeschichte. Klassisch startet unsere Karriere mit der Erstellung des Piloten, mit welchem wir unsere 21 Rennstrecken im Saisonkalender unsicher machen dürfen. Die Wahl der Ausbildungsakademie als auch die Wahl unseres Formel 2 Teams ist der nächste Schritt für uns als Nachwuchsfahrer und beeinflusst den zukünftigen Werdegang auf dem Weg in die Königsklasse des Motorsports. Ein neuer Charouf-Fahrer bestimmt hier das Rennen. Devin Butler folgt dicht dahinter. Die beiden haben sich in den frühen Entscheidungen dieser Meisterschaft wirklich nichts geschenkt. Da ist etwas schiefgelaufen. Butler sieht seine Chance. Vielleicht ein mechanischer Defekt? Das Auto wird wieder schneller. Die Ursache des Problems ist unklar. Werden Sie das Rennen so noch zu Ende fahren können? Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf. Gib einfach dein Bestes. Wir stehen alle hinter dir. Bevor hier jedoch ein falscher Eindruck entsteht, so viel Zeit verbringen wir nicht in der Formel 2. Gefühlt ist das nur der Prolog der Karriere. Wir werden in mehrere Endphasen von Rennen geworfen und sollen dort ein vorgegebenes Ziel erreichen. Ohne Akklimatisierung und ohne Gespür für die Formel 2 Boliden ist das eine spannende Herausforderung, da sich die Rennflitzer spürbar anders steuern lassen als ihre großen Brüder der Formel 1. Der legendäre Funkspruch des Fernando Alonso GP2 Engine kommt mir just in diesem Moment in den Sinn. Ich soll dir von Lukas Dank ausrichten. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Wir stehen alle hinter dir. Gib dein Bestes bis ins Ziel. Ein bisschen erinnert das Ganze an den Story Mode der FIFA-Serie. Bisweilen jedoch nicht vergleichbar in Tiefe und Umfang, die Idee an sich allerdings eine gute Einstimmung in die Karriere. Das Spiel präsentiert uns im weiteren Verlauf kleinere Cutscenes, welche uns einen Einblick auf die Rivalitäten im Fahrerlager gewähren und auf die Welt aus Egoismus und Selbstdarstellung einstimmen sollen. Einer von sechs kommt in die Formel 1.
Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade. Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht. Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So, denke ich. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Da bist du ja. Das war ein aufregendes Rennen. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran, alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten, okay? Wir sind bereit. Super. Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Denken Sie daran, sie selbst zu sein. Und je mehr sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Gut, stehen Sie hier. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Perfekt. Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt? Von Zeit zu Zeit werden wir interviewt und dürfen nervige Fragen beantworten. Jedoch beeinflussen wir unseren Ruf gegenüber dem Team als auch unsere Gesinnung. Sind wir Teamplayer oder Egomane? Beides hat Auswirkungen auf Vertragsverhandlungen als auch auf unsere Ingenieure. Klasse, das war dann alles. Devin, wir müssen leider zugeben, das war ein großartiges Rennen. Glückwunsch. Auch zur Meisterschaft. Tja, eine Weile dachtest du wohl, du hättest mich, aber dann ist dir wohl das Glück ausgegangen. Können wir kurz was besprechen? Sicher. Privat. Oh, okay, also bis später dann. Du hast es sicher bereits gehört, aber falls doch nicht, ich werde nächstes Jahr in der Formel 1 fahren. Also, ich kenne deine Pläne zwar nicht, aber wenn ich dir einen kleinen Rat geben darf, bleib in der Formel 2. Sicher. Vielleicht bekommst du ein Angebot von einem der kleineren Teams mit Fahrzeugproblemen. Und dann hängst du die ganze Saison auf P18 und kommst nicht weg. Du wirst nicht in der Lage sein, mich herauszufordern. Aber wenn du noch ein Jahr hier bleibst, nachdem ich weg bin, dann hast du nächstes Jahr eine Chance auf den Sieg. Und wenn du das schaffst, dann wird dich sicher ein größeres Team haben wollen. Als Entwicklungsfahrer. Hey Devin, Zeit für die Presse. Ah. Pass auf dich auf, ja? Mann, der will nicht gegen dich fahren. In der Formel 2 bleiben lächerlich. Ich habe alles mitbekommen. Pech für Devin. Auf dich wartet sicher schon ein Angebot aus der Formel 1. Und wenn mein Plan aufgeht? Oh Mann, dann wird er explodieren. Ah, willkommen. Komm rein. Setz dich doch. Es ist Zeit, dass wir uns über deine nächsten Schritte unterhalten. Deine Leistung in der Formel-2-Meisterschaft hat dir viel Aufmerksamkeit von den Formel-1-Teams beschert. Mehr oder weniger positiv. Ich sorge mich nicht darum, wer dich mag und wer nicht. Du hast Zeit, die Zweifler zu überzeugen. Aber ich sorge mich um unsere Auswahl. Sie wird weniger, da wir uns nicht festgelegt haben. Als deine Agentin empfehle ich dir jetzt, eine Entscheidung zu treffen. Um Komfort und andere Details können wir uns später kümmern. Ich möchte, dass du dir die ansiehst. Du hast dir jedes dieser Angebote verdient. Also nimm dir Zeit und lies sie dir durch. Sorge dich nicht ums Kleingedruckte. Bringen wir dich in der Formel 1 unter. Am Ende der Saison werden wir von unserer Agentin Emma erwartet und dürfen uns einem Team in der Formel 1 anschließen. Je stärker das Team, desto höher sind auch die Erwartungen, die es zu erfüllen gilt.
Jedes Team bietet uns unterschiedliche Boni. Hier gilt es, das Beste für uns als aufstrebendes Talent in der Königsklasse zu ergattern. Keine leichte Entscheidung. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ausgezeichnete Wahl. Den Gesprächen mit Ihnen nachzuurteilen, werden Sie sich sehr freuen, mit dir zu arbeiten. Ich lasse Sie sofort von deinen Plänen wissen. Ich muss noch ein paar letzte Details mit Ihnen klären, aber dafür bezahlst du mich ja. Davon abgesehen, meinen Glückwunsch hast du verdient. Oh hey, du bist hier. Sorry, ich bin auf dem Sprung. Dein Arbeitsplatz ist da hinten. Es sollte alles eingerichtet sein im Netzwerk. Falls nicht, sag den Jungs Bescheid. Von dort aus kannst du auf alle nötigen Daten zugreifen, um die Entwicklung des Autos zu fördern. Richte dir alles ein. Begib dich zum Training, wenn du fertig bist. Wir sehen uns dann später. Willkommen in deinem neuen Team. Renault hat bereits mehrere Meisterschaften gewonnen. Und das Team arbeitet fieberhaft daran, an die ehemalige Glanzzeit anzuknüpfen. Es genügt nicht, nur über ein angemessenes Talent zu verfügen. Hier kommst du nur weiter, wenn du bereit bist, für einen Sieg alles zu geben. Und damit entlässt man uns in unser Schicksal. Der gemütliche Paddock Club diverser Vorgängerversionen des Spiels ist verschwunden. Vielmehr finden wir uns in der Garage wieder und dürfen unserem Teamkollegen und ersten Rivalen in die Augen schauen. Wir checken die Mails, prüfen unsere Vertragsdetails und überwachen die Forschung und Entwicklung unserer Autos. Hier zahlt sich ein gutes Verhältnis zu den Ingenieuren übrigens aus. Haben wir bei ihnen einen Stein im Brett, zahlen sie es uns mit günstigeren und schnelleren Updates zurück. Der Rest der Geschichte ist der bekannte Alltag aus den Vorgängern. Durch erfolgreiche Trainingsprogramme bzw. gute Ergebnisse in Qualifying und Rennen sammeln wir stets Ressourcenpunkte und müssen diese in die Verbesserung des Autos stecken. Wieso? Um bessere Ergebnisse einzufahren und überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. Für Anfänger hilfreich an dieser Stelle sind die neuen Tutorials im Spiel, die einem die wichtigsten Trainingsprogramme nahebringen. Ein sehr schönes Feature ist die Möglichkeit, sich sein HUD individuell anzuordnen. Anzeigen können nahezu beliebig positioniert sowie in der Größe verändert als auch mit Transparenzeffekt versehen werden. Eine sehr schöne Neuerung. Was bleibt mir in Summe zu sagen? Lohnt sich der Kauf von F1 2019? Das Spiel ist hübscher, die Formel 2 hat ins Spiel gefunden, diese kann übrigens auch außerhalb der Karriere als exklusive Weltmeisterschaft gespielt werden. Das HUD kann angepasst werden, der Multiplayer wurde aufgebohrt und das Spiel verfügt, wie gewohnt, über ein dickes Lizenzpaket. Die Autos steuern sich meiner Meinung nach besser als in den Vorgängern, leider jedoch wirkt die Karriere unverändert, steril und nüchtern, da kann selbst der Formel 2 Prolog nur sehr wenig daran ändern. Und die Interviews, die bleiben eher lästige Pflicht und weniger belebendes Element im Spiel. Die Spieler unter euch, die gerne die aktuellsten Titel besitzen und zocken wollen, können hier bedenkenlos zuschlagen. Die Kollegen unter euch, die weniger Multiplayer und mehr für sich spielen und racen wollen, sollten sich jedoch die Frage stellen, ob das übersichtliche Mehr an Features den Vollpreis des Spiels wirklich wert sind oder ob sie nicht auf einen Sale warten wollen. Damit lasse ich es an dieser Stelle bewenden und hoffe, euch einen kleinen Einblick in das Spiel gegeben zu haben.